Hallo meine lieben Pokémon-Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Was geht ab, Leute? Ich möchte heute mit euch über 2022 sprechen. Dieses Video kommt auch auf meinen Zweitkanal, auf meinem Unite-Kanal online, einfach weil ich dort so ein bisschen darüber sprechen möchte, was überhaupt dieses Jahr denn alles online kommen soll. Und natürlich möchte ich auch noch eine größere Sache verkündigen, okay? Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir erst einmal damit an, was hier denn so für Content kommen soll, denn ich habe mir ja natürlich Gedanken gemacht, denn in letzter Zeit war es so, ich war auf Razer so ein bisschen lost. Was soll ich denn jetzt überhaupt auf Razer machen? War so ein bisschen in der Selbstfindungsphase. Hab mir jetzt allerdings viele Gedanken gemacht bezüglich Content, der kommen soll. Da werde ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Ich will auf jeden Fall mehr in eine etwas casual Richtung hingehen. So, ich will einfach Videos produzieren, die einfach Spaß machen anzuschauen. Ausgefallene Videos, wirklich neue Ideen kreieren und dann natürlich euch das absolute Zuschauererlebnis liefern. Das ist so das, was ich irgendwie kreieren möchte. Das wird ein bisschen schwierig. Ich habe auf jeden Fall Unterstützung, denn einige von euch wissen ja schon, dass ich das Team Razer aufgebaut habe. Ein Team mit mittlerweile über 40 Leuten. Beinahe 40 Leuten. Ich glaube, beinahe 40 Leuten. Wir haben auch immer noch ganz viele Anfragen, die ich noch beantworten muss. Mit einem Team, die mich in so vielerlei Dinge unterstützen. Wir hatten gestern unser erstes Meeting, haben so ein bisschen über verschiedene Sachen gesprochen. Es ging 2 Stunden lang. Das wird absolut geisteskrank, was hier auf euch zukommt. Ich habe so viel Unterstützung. Ich bin da so dankbar und happy dafür, dass mir diese Möglichkeit gegeben wird, dass mich so viele Leute auch abseits von YouTube-Videos schauen, unterstützen wollen, sondern wirklich so mit anpacken wollen und dass wir was Krasses draus machen können, was einfach die Kanäle, die ich führe, die Livestreams und auch alles andere noch weiter nach oben treibt. Ihr müsst euch auch vorstellen, ich möchte in eine Richtung gehen. Ich möchte nicht nur Web-Video-Produzent sein, ich möchte auch Events veranstalten. In den verschiedensten Richtungen möchte ich Events für euch veranstalten, denn ich möchte der Community, der gesamten Pokémon-Community, das Maximum an Events liefern, wie es einfach nur geht, okay? Das meiste sind natürlich Online-Events, weil für Offline fehlt mir einfach noch eine Menge Geld, okay? Das ist ein bisschen schwierig zu stemmen. Und auch sowieso möchte ich nicht nur euch geile Videos liefern, sondern euch auch einfach eine geile Zeit haben lassen in Form von Events oder Live-Events, also in Form von Streaming-Events, die ich starten möchte. Dort kommt auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel auf euch zu. Wir haben jetzt für Januar zum Beispiel haben wir schon 3 Streaming-YouTube-Events geplant und 2 Community-Events, die wahrscheinlich so Ende Januar, Anfang Februar starten. Das wird absolut insane, das wird richtig, richtig cool. Ich freue mich da so unnormal drauf, aber ich habe auch noch eine andere Sache zu verkündigen, denn ich tue mich damit ein bisschen schwer, aber ich muss tatsächlich sagen, dass 2021 war so ein richtiges Up and Down und finanziell gesehen war es schon sehr, sehr kritisch, okay? Es war teilweise schon sehr, 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 sehr kritisch. Und ich tue mich damit ein bisschen schwer, immer sowas zu erklären und zu erläutern, aber ich habe ein Patreon aufgemacht, okay? Denn ich habe super krasse Ideen, die ich gern verwirklichen würde, aber dort fehlen mir einfach die finanziellen Mittel und ich will komplett transparent zu euch sein. Ich war jetzt vor kurzem bei Bewerbungsgesprächen und ich habe auch potenzielle Jobs, die ich machen könnte. Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung. Ich habe da, also dort fehlt es mir auf jeden Fall nichts. Und ich bin auf jeden Fall so kurz davor, wieder in die Arbeitswelt reinzugehen. Dadurch würde aber so ein riesiger Traum von mir kaputt gehen mit YouTube, Twitch und die ganzen Events, die ich veranstalten möchte. Und deswegen, ich kann es euch nur zeigen, was ich eröffnet habe mit Patreon. Ob ihr mich dort supporten möchtet oder so, ist natürlich komplett frei. Ich bin für jeden Supporter dankbar. Egal, ob ihr die YouTube-Videos schaut, egal, ob ihr in den Streams dabei seid, egal, ob ihr Kommentare schreibt, egal, ob ihr Lurker in Streams seid, ist komplett egal. Selbst wenn ihr euren Prime-Sub auf Twitch da lasst, irgendwas in jeglicher Form, bin ich super dankbar dafür, wenn ihr mich in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Aber das ist wirklich nur für die Leute, die sagen, hey, ich habe im Monat vielleicht mal ein bisschen Geld über und möchte diese Projekte unterstützen. Ich habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so viel zu vorweisen. Ich kann euch mal so ein bisschen, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben jetzt für diesen Monat haben wir natürlich wieder ein United Kingdom geplant. Das ist natürlich klar, also mindestens eins. Dann wird noch ein Sabaton starten, der ein bisschen anders laufen wird als der erste. Aber dort lasse ich euch nochmal so ein bisschen im Dunkeln stehen. Dann haben wir zu Pokémon Legends Arceus was Cooles geplant. Dort habe ich mir allgemein nochmal ein bisschen Ideen gemacht, wie ich das Ganze cool aufziehen möchte. Plus natürlich habe ich mir Gedanken darüber gemacht, über Events für Januar, Februar. Dort soll eine riesige Draft-Liga auf meinem Community-Discord stattfinden. Dort könnt ihr auf jeden Fall schon mal joinen. Und es soll auch eine Unite-Liga stattfinden.
Erstmal wird es so eine Pilotliga sein. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Aber falls ihr Teil von dem Ganzen sein wollt, würde es mich super freuen, falls ihr mich dort unterstützen wollt. Sei es in Form von, ihr seid dabei und habt einfach Spaß. Oder wie gesagt, einfach auf Patreon. Deswegen würde ich sagen, wechseln wir mal hier kurz rüber auf Patreon. Ich will euch natürlich auch so gut es geht etwas dafür zurückgeben. Ihr habt mir die ganz normalen Supporter hier. Dort gibt es auf Patreon verschiedene Abstimmungen, regelmäßige, bei denen ihr mitmachen könnt. Und ich möchte natürlich in jedem meiner Videos am Ende meine Patreons einblenden. Weiß ich noch nicht, ob ich das auf allen drei Kanälen mache. Auf Razer auf jeden Fall, weil auf Razer sollen in Zukunft qualitativ hochwertige Videos kommen. Dementsprechend dort werdet ihr auf jeden Fall eingeblendet. Sei egal, welche Mitgliedschaftslevel ihr erreicht habt, dann natürlich die Discord-Elite. Dort habt ihr Zugriff auf einen allgemeinen Discord-Channel nur für die Patreons, wo auch noch verschiedene Exklusiv-Stuff kommen soll und natürlich die Patreon-Rolle. Und ihr bekommt natürlich in jedem höheren Tier, also wenn ihr jetzt hier Discord-Elite euch holt, dann bekommt ihr natürlich auch alles vom Supporter und immer so weiter. Jedes neue Mitgliedschaftslevel bekommt ihr natürlich auch immer die Perks von den davorigen Mitgliedschaftsleveln. Als nächstes haben wir früh dran. Du erhältst Zugriff auf diverse Videos schon bevor sie überhaupt auf YouTube veröffentlicht sind. Dort will ich mich gar nicht darauf begrenzen, irgendwie, dass ihr die einen Tag davor bekommt. Es kann auch sein, dass ihr die vielleicht eine Woche davor bekommt oder so, je nachdem, wie schnell ich halt mit dem ganzen Videoschnitt und so weiter bin. Dort bekommt ihr auf jeden Fall die Videos sehr viel früher, falls ihr Bock habt, exklusiv schon Videos vorher zu sehen. Was natürlich auch gerade für, ich weiß noch nicht genau, wie ich das 100% mit der Soulink mache, weil das geht ja auch immer noch ein bisschen was mit Present, ne? Müsste ich mit Present abklären. Will ich noch nichts versprechen, okay? Bevor ihr jetzt sagt, yo, ich hol mir früh dran, weil ich die Soulink sehen will, will ich nicht versprechen, kann ich nicht versprechen. Als nächstes haben wir Danksagung. Ich möchte jeden Monat ein Video machen, wo ich mich persönlich dann nochmal bei den ganzen Supportern bedanke. Und natürlich auch noch, wo auch noch natürlich weitere Zusatzinhalte dort besprochen werden, jeden Monat. Dann haben wir Pokémon-Projekte-Namen. Dort habt ihr natürlich eine höhere Auswahlmöglichkeit, also eine höhere Chance. Ihr kommt dort mit den ganzen Leuten, die sich dieses Tier kaufen, kommt ihr in einen Pool, wo ihr eher in der Soulink, das kann ich natürlich sagen, in der Soulink oder auch in anderen Projekten benannt werdet. Ist halt einfach, ich möchte den Leuten etwas dafür zurückgeben, okay? Ich weiß, es gibt Leute, die können finanziell nicht unterstützen und wollen das vielleicht auch gar nicht. Aber es ist nicht so, also ich will auf jeden Fall nicht, dass sich jemand von den Leuten, die mich nicht finanziell unterstützen, auf den Schlips getreten fühlen. Aber ich glaube, auch die Leute, die mich finanziell dann nicht unterstützen, können, denke ich, nachvollziehen und verstehen, dass ich den Leuten auch irgendwo was zurückgeben möchte, wenn sie das tun. Und es ist ja auch nur positiv für die, wenn dann mehr Content kommt, obwohl sie finanziell nicht unbedingt unterstützen können oder unterstützen wollen. Und ich glaube, dort wird niemand irgendwie Auge auf jemanden machen, wenn er dann in Projekten eher benannt wird, weil er mich halt finanziell unterstützt. Dann haben wir hier die Eintrittskarte, dort bekommt es. Ich will in zukünftigen Events, wie zum Beispiel in Draft-Ligen, Unite-Turnieren etc., will ich immer einen gewissen Pool, wirklich aber auch nur einen begrenzten Pool an Patreon-Eintrittskarten haben. Dort muss ich natürlich schauen, am Anfang will ich noch gar nichts limitieren. Aber wenn am Ende sehr, sehr viele Leute dieses Tier haben, dann werde ich schauen, dass ich zukünftig vielleicht sogar, wenn zu viele Leute dieses Tier haben, Only-Patreon-Events veranstalte. Da kommt es natürlich ein bisschen drauf an, aber erstmal will ich nur so einen begrenzten Pool. Wenn wir jetzt zum Beispiel 30 Teilnehmerplätze haben, dann sage ich, 10 sind reserviert für Patreon-Leute. Dann habt ihr dort safe immer eine Eintrittskarte für alle kommenden Turniere, Draft-Ligen und was nicht sonst noch alles für Events geplant sind, okay? Relativ einfach erklärt. Dann bei 20 Euro habt ihr einen Blick hinter die Kulissen. Das ist ganz entspannt. Dort will ich ein bisschen Tagebuch führen quasi, wie das Ganze ausläuft, wie das Ganze ausfällt, wie alles entsteht und so weiter. Dort habt ihr da ein bisschen, ja, einen Blick hinter die Kulissen, wie dann alles entsteht und so weiter. Das finde ich super cool, das finde ich super interessant. Da habe ich auch giga Bock drauf, das Ganze umzusetzen. Bei 25 Euro bekommt ihr Videos hinter den Kulissen. Das heißt, da möchte ich quasi mehr sogar Videotagebuch führen. Auch hinter den Kulissen zeigen, wie das mit dem Schnitt läuft. Oder auch zum Beispiel von den Meetings, die ich zukünftig mit meinem Team habe, werdet ihr dort gewisse Einblicke bekommen. Das könnte auch sehr, sehr interessant sein. Dann haben wir für 30 Euro pro Monat bekommen die Patreons, die mich dort unterstützen. Jeden Monat ist aktuell erstmal der Plan, eine exklusive Nuzlocke. Wenn natürlich super viele Leute mich dort unterstützen, dann könnte ich mir vorstellen, dass da vielleicht 2 exklusive Nuzlocks nur für Patreons auf Patreon online kommen. Das heißt, es sind natürlich Nuzlocks, die in ein Video gepackt werden. Also, ja, ihr kennt ja diese ein Video Nuzlocks, wo ihr in einem Video Anfang bis Ende alles cool zusammengekartet bekommt. Das bekommen die Leute, die mich mit 30 Euro im Monat unterstützen. Die bekommen exklusive Nuzlocks, die nur die Leute sehen können.
Dann für 50 Euro bekommt ihr Zugriff auf alle VIP-Ränge, egal ob Discord, bekommt ihr einen eigenen VIP-Status, ihr bekommt auf Twitch natürlich den VIP-Status, überall, wo es mir möglich ist, euch zu einem VIP zu machen, wird euch das quasi gewährt, sage ich mal. Und für 100 Euro, wie du mir so, ihr kennt ja meine Spielereihe, gebrauchte Spiele testen, wo wir uns die gebrauchten Pokémon-Games anschauen. Und dort bekommt ihr regelmäßig Spiele aus dieser Reihe zugeschickt. Das heißt, ich kaufe mir zum Beispiel eine Pearl, eine Schwarz und eine Sonne. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich vielleicht eine Person oder so viele Personen wie mich halt dort unterstützen, weil das ist ja auch ein sehr finanzielles Projekt, wo ich auch finanziell viel Geld ausgeben muss. Bekommt ihr einfach random die mit den Spielständen, die ihr im Video gesehen habt, bekommt ihr dann zugeschickt. Und das wird natürlich komplett random sein. Ich werde das wahrscheinlich einfach durch Zufallsgenerator generieren, welche Edition ihr dann schlussendlich bekommt. Kann natürlich eine Edition sein, die viel wert ist. Kann natürlich eine Edition sein, die jetzt vielleicht nur so 20 Euro wert ist. Aber da ist ja auch noch ein anderer Wert dahinter. Und bei 250 Euro sind die Premium-Supporter. Dann seid ihr einfach nur absolut crazy. Dann ist es einfach krass, wie heftig ihr dieses Projekt unterstützt wollt. Und da müssen wir unbedingt miteinander reden und schauen, dass ich euch irgendwie, keine Ahnung, da müssen wir abklären, ob ihr da was ihr haben wollt. Vielleicht keine Nudes, aber aber da müssen wir abklären, was ihr euch quasi darunter vorstellt, ob ihr irgendwas Besonderes haben wollt. Da muss man sich einfach mal zusammen hinsetzen und muss es mal etwas genauer besprechen. Das ist aber natürlich auch wirklich nur für die ganz Verrückten unter euch, die wirklich sagen, das möchte ich aufs Blut unterstützen. Ihr versteht, was ich meine. Okay, das sind die ganzen Patreon-Mitgliedschaften. Wir haben natürlich auch schon ein Patreon, let's go, ein Patronus. Super cool, super nice. Ich freue mich, wie gesagt, einfach auf die kommende Zeit. Wenn ihr mich hier unterstützt in Zukunft, kann ich natürlich einfach cooleren Stuff machen mit den Leuten zusammen und natürlich auch irgendwann den Leuten, die mit mir zusammenarbeiten, etwas zurückgeben. Das würde ich mir natürlich auch wünschen. Das heißt, da sind wirklich super viele Köpfe, die dahinter stehen und mit mir zusammen hier dran arbeiten. Dementsprechend, würde ich mich darüber super freuen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, ist auf jeden Fall sehr gerne positiv wert. Und da, ich weiß, in diesem Video hier ging es viel um mein Patreon, aber es ist mir einfach wichtig, dass ich transparent zu euch bin und sage, yo, ich habe geile Sachen vor, aber dafür brauche ich auf jeden Fall Unterstützung. Ansonsten werde ich das auf dieser Art und Weise, wie ich das zukünftig umsetzen möchte, würde es mir nicht möglich sein, okay? Rein finanziell gesehen, rein von dem Zeit und Aufwand, die ich dort rein investiere, würde sich das finanziell für mich nicht lohnen. Ich möchte es trotzdem versuchen. Ich werde es herausfinden. Falls ihr mich dort, wie gesagt, supportet, bin ich dafür unendlich dankbar. Und gut. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ich freue mich auf ein sehr, sehr geiles Jahr. Ich hoffe, dass wir sehr, sehr geile Sachen auf die Beine stellen können. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Und ciao, ciao.